So, damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Dino Crisis 2. Mein Name ist Raven und nachdem ich mir in letzter Zeit einen Haufen Let's Plays angeschaut habe, von überaus genialen Let's Playern, wie wenn ich das mal so anmerken darf, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, mich selbst mal in dieser Kunst zu versuchen und hoffe, euch wird es allen gefallen. Das heißt wiederum mal, das ist mein erstes Let's Play. Und ich hoffe, und nicht hoffen, sondern denken. Und ich denke, wir starten jetzt erstmal. Und zwar mit einem neuen Game. Wir werden es natürlich auf normal spielen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Cutscene, beziehungsweise Trailer oder was auch immer auf jeden Fall. Viel Spaß! Since the Third Energy Incident, Dr. Kirk's research on Third Energy has been taken over by a government agency, and massive research has begun at a base somewhere in the Midwest. However, in their pursuit of immediate results, they have failed to take the necessary precautions, and once again, an accident has occurred. This time, the entire research base, military institution, and a small town close by have disappeared. In their place, there now lies a jungle from another time. May 10th, 2010. I'm about to step through a gate to another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission? To rescue 1,300 survivors and collect data on the Third Energy Project. Hier kommt der Big Boss. Challenge. So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving.
Now hold on. What was your name again? Hey! The ivy is wrapped around the door. It won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at sword training? Here, I'll show you. Watch this. Yeah. That weapon definitely suits a Trat member. But I prefer to go in this way. See ya, Mr. Barbarian. Hey, the name's Dylan. Call me that when you need some help, okay? Ja, das ist also Dylan, der Mann mit der Machete. Und damit herzlich willkommen in der Kreidezeit, würde ich sagen. Hier gleich mal untersuchen. Gibt es nicht ein kleines Medipack? Ja, wollen wir haben. Und damit starten wir damit, ein paar Dinosauriern kräftig in ihren noch nicht gefiederten Hintern zu treten, würde ich meinen. Also auf die Jungle Route. So. Vielleicht mal kurz als Erklärung. Ich habe mich dazu entschieden, das Spiel zu spielen, weil es eins meiner ersten PlayStation-Spiele war. Beziehungsweise, es dürfte, glaube ich, das... Ja doch, es war, glaube ich, sogar mein erstes. Man muss dazu sagen, als ich es damals gekauft bekommen habe, zum Geburtstag, war ich noch nicht im Alter, um es zu spielen. Was mich natürlich nicht daran gehindert hat, es trotzdem zu tun. Und ich muss sagen, seit damals bin ich ein riesen Fan von Dino Crisis. Und ja, schauen wir uns doch mal die ersten Gegner an. Ja, das sind Velociraptoren. Ja, schießen. Ja, schieß doch. Wieso schießt denn der nicht? Blöde. Hä? Also, ja, das sind Velociraptoren. Ich find's echt amüsant, dass gleich zu Beginn des Spiels drei auf einen warten, weil die. Ja. Man sieht schon, nicht gerade zimperlich sind, was ihre Attacken angeht. Ja, hier wieder ein Medipack. Diesmal ein mittleres. Nicht gerade zimperlich sind, wenn es darum geht, Menschen anzufallen. Und vor allem, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, so wie ich damals, seinerzeit damals vor zig Trillionen Jahren, ist man doch zuerst etwas geschockt, wie ich festgestellt habe. Und ja. So, damit hätten wir den ersten kleinen Abschnitt. Und wie man hier rechts unten sieht, bekommt man für die erledigten Gegner auch Punkte. Wenn man einen Abschnitt einen Abschnitt ohne Schaden zu überstehen, kriegt man auch noch einen Bonus. Weshalb es sehr förderlich ist, zu versuchen, keinen Schaden zu bekommen. Weil wir diese Punkte später brauchen, um Munition aufzuladen, beziehungsweise neue Waffen zu kaufen oder Ausrüstungsgegenstände etc. pp. Wie man, ja gut, okay, das waren jetzt zu wenig Gegner, aber sonst sieht man es normalerweise. Und weiter im Text. Das ist nur gerade irgendwie etwas beschämend, wie langsam es gerade läuft. Die Frame-Einbrüche sind gerade etwas traurig, weil ich eigentlich schon dachte, dass es flüssiger läuft. Das heißt, ich werde noch etwas an den Einstellungen rumspielen müssen. Vor dem nächsten Part natürlich. Damit es hier dann auch ein annehmbares Bild abgibt. So. Ja, jetzt kannst
dann aber. Ja, jetzt geht's wieder. So.